Sehr versieften Match, wir kommen auf... Nee, falscher Channel. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe eine traurige Nachricht. CD der Woche gibt es nicht mehr. Aber dafür... Hallo und herzlich willkommen. Die erste Folge startet schon mit einem Special. Und zwar halte ich hier das Boxset von Arch Enemy, Will to Power, das neue Album in der Hand. Es sind 13 Songs auf dem Album, die frischen Wind in Arch Enemy bringen. Und endlich packt Alyssa wieder ihre wunderschöne, klare Stimme aus. Für die, die es nicht wissen, vor Arch Enemy war sie bei The Agonist. Ich habe die Band geliebt, ohne Scheiß. Also, wenn ihr sie nicht kennt, klickt mal rein. The Agonist und am besten den Song Panophobia. Mega geile Band. Schade, dass sie nicht mehr da ist, aber andererseits, ne, mit Arch Enemy hat sie viel mehr erreicht, als sie mit The Agonist wahrscheinlich jemals erreicht hätte. Auf jeden Fall ist Panophobia ein Song, wo Alicia alles rauslässt, was sie kann. Der ist verdammt schnell und für jeden, der in seinem Leben schon mal geschautet hat, versucht mal bei dem Song mitzuschauten. Das ist mega krass. Sie ist super schnell. Ich habe damals mit meiner Band tatsächlich mit diesem Song gecastet und er ist heftig. Er ist wirklich heftig. Hört ihn euch mal an. Lohnt sich, definitiv. Aber zurück zum Album. Ich würde sagen, da ich hier das Boxset in den Händen halte, mach mir mal ein kleines Unboxing. So, hier haben wir das wunderschöne Boxset von Will to Power. Ich habe es selbst geschenkt bekommen, aber es kostet regulär 56,99 auf EMP zum Beispiel. Wir machen es einfach mal auf. So, hier haben wir einmal ein wunderschönes Booklet mit... Natürlich Werbung. Aber die Texte ziemlich cool geschrieben. Auf jeden Fall geil aufgemacht. Ein paar kleine Zeichnungen dabei. Ne? So, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite. Da 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 da! Eine wunderschöne LP. Sehr edel. Noch pushneu. Ich habe leider keinen Schallplattenspieler mehr hier rumstehen. Aber ich glaube, allein dafür muss ich mir das schon irgendwie anschaffen. Na komm, machen wir gleich wieder rein. So, dann, was natürlich nicht fehlen darf. Ein wunderschöner Patch. Auch drin. Zum Aufbügeln oder Aufnähen. Dann ein Schaltplattenschoner. Kennt ihr die noch von früher? Und ziemlich cool. Logischerweise dreht sich dann so rum, ne? Geile Sache. Hier. Kann man es erkennen? Nochmal eine kleine LP. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Wie gesagt, ich habe leider keinen Player, aber das wird sich bald ändern. Dann ein Poster. Frontseite und Rückseite. Mit all den vielen Namen, die da draufstehen. Ihr seht das jetzt natürlich nicht, aber ne, wisst ihr Bescheid. Dann jede Menge Karten. Nö. Auch wunderschön. Sehr edel. Und natürlich nicht eine Otto normale 0815 Plastik CD, sondern wunderschönes Album auch mit Booklet. Und nochmal einen Poster. Wer hätte es gedacht? Es sind zwei Poster hier drin. Könnt ihr euer ganzes Zimmer zu plakatieren. Frontseite. Und Rückseite. Das Albumcover. So. Ja, das war's schon fast. Was heißt schon? Natürlich noch. Hier dasselbe nochmal in klein, was ich ganz am Anfang gezeigt habe.
Und die wunderschöne CD. So, Freunde, das war die erste Folge Reingehört. Ich hoffe, das kommt bei euch an. Ich werde es auf jeden Fall öfter machen, da ich jetzt bei October Records, das heißt unter Vertrag. Sie schicken mir auf jeden Fall fleißig Zeug zu. Und ich komme gar nicht hinterher mit dem Recherchieren und naja. Auf jeden Fall, das Album lohnt sich. Die Special Edition müsst ihr jetzt nicht unbedingt kaufen. 56 Euro ist natürlich eine Menge Kohle. Aber ansonsten kauft euch auf jeden Fall das Album, denn es lohnt sich. Das ist, glaube ich, ein Song dabei, der mir nicht gefällt und der Rest ist einfach geil. Muss ich leider so sagen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.